Hallöchen und weiter geht's mit Jurassic World. So, wir sammeln erstmal unsere Kohle ein. Klar, manche von euch sehen das nicht so gerne, aber wie ihr sagt, ihr macht werden, muss es so oder so. Von daher habe ich mich dafür entschieden, das einfach mal zu machen im Let's Play. So, zack, 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 das haben wir auf jeden Fall halt eingesammelt. Hier sammeln wir natürlich auch noch schnell alles ein, dass wir natürlich so viel Kohle wie möglich auf Tasche haben. So, danach werden wir auf jeden Fall erstmal abchecken, was ich hier an neuen Dinos habe. Da hat sich auf jeden Fall wieder ein bisschen was bei mir verändert. Ist auf jeden Fall wieder relativ gut für uns gelaufen, aber das werde ich euch auf jeden Fall gleich erzählen und gleich mal zeigen. So, kohletechnisch haben wir auf jeden Fall alles am Start, was wir am Start haben können. So, wie jetzt weiter? Ich zeige euch jetzt erstmal ein paar Dinos. Den haben wir natürlich auch noch dazu bekommen. Den brauchen wir jetzt zwar nicht so dringend. Von daher würde ich einfach mal sagen, machen wir weiter mit den Dinos, die uns natürlich ein bisschen wichtiger sind. Da haben wir hier zum Beispiel den Cyangopterus, den entwickle ich gerade. Da müssen wir auf jeden Fall mal gucken, wie lange das noch dauert. Ah, da sieht es eigentlich relativ gut aus. Von daher checken wir da die Lage und. Jo, geile Sache, hat geklappt. Den haben wir jetzt auf Level Nummer 11, unseren zweiten, den wir bis auf 20 pimpen können. Haben wir hier am Start. Dann würde ich auch sagen, werden wir den gleich mal füttern bis auf 20. Und können ihn auch gleich nochmal evolutionieren, wenn wir Bock drauf haben. So, 2 Stunden würde dauern, wäre auf jeden Fall eine sinnvolle Aktion. Wir haben auch noch eine andere Angelegenheit, von daher will ich euch das gleich mal zeigen, was wir da eventuell noch machen können. So, wo haben wir ihn? Hier haben wir ihn. Und zwar habe ich noch einen neuen Tyrannosaurus. Ich habe den natürlich jetzt auch schon meinen zweiten auf 20 pimpt. Kann die den natürlich auch evolutionieren. Auf Level Nummer 30 dann anschließend pimpen. Das Blöde daran ist nur, was ich sagen muss, wenn ich hier auf Entwickeln gehe, dauert das 4 Stunden. Ich habe natürlich auch eventuell ein bisschen Pech, dass ich das öfter machen muss. Von daher weiß ich nicht genau, ob ich das in Angriff nehme, weil das Ding ist. Wenn wir hier einfach mal reingucken, seht ihr, wir haben nur noch 4 Tage unser Megalosaurus-Turnier am Start. Also Megalosaurus, sorry. Und hier haben wir auch nochmal eine Arena-Vorführung. Die geht nur 23 Stunden, 49 Minuten geht sie noch. Von daher wäre es auf jeden Fall nicht so sinnvoll, wenn wir unseren Tyrannosaurus jetzt irgendwie nicht am Start haben. Klar, wir könnten bei der Evolution auch einfach mal sagen... Oh, sorry. Wo haben wir ihn? Wir können auch einfach sagen, dass wir hier oben ein paar Dino-Dollar ausgeben und das dann natürlich schneller entwickeln können. Würde sich auf jeden Fall auch lohnen. Aber wie gesagt, das lasse ich erstmal, das ist mir erstmal nicht so wichtig. Wir probieren das erstmal so. Werden jetzt erstmal gucken, ob wir hier den Cyangopterus eventuell pimpen können. Das wäre auf jeden Fall eine sinnvolle Aktion. Von daher könnten wir das in Angriff nehmen. Außerdem habe ich einen legendären Dino dazu bekommen. Ich habe ja hier das letzte Event, ich weiß nicht, Saurier-Konservierung, wo wir 3 Kämpfer hatten mit jeweils 3 Dinos und wo wir nicht einen Dino verlieren durften im Kampf. Das habe ich auf jeden Fall geschafft. Den dritten Kampf habe ich auch noch gepackt. Den zweiten habe ich ja noch Let's Played für euch, aber den dritten konnte ich leider nicht Let's Playen, weil ich hatte meine Kamera nicht zur Hand und war auch nicht zu Hause. Von daher musste ich es einfach zocken, aber ich zeige euch natürlich nachher gleich mal den legendären Dino. So, wie verfahren wir weiter? Wir gehen erstmal in die Schlacht, würde ich sagen, gucken, was da so geht. Da würde ich auch sagen, werden wir uns erstmal für die Arena Vorführung entscheiden. Hier sieht es Wie sieht es hier aus? Hier sind wir auf Platz Nummer 94. Da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen was machen. Hier sind wir ja schon abgeschmiert, weil ich habe mich für die Saurierkonservierung entschieden und wollte ja da unbedingt den legendären Dino bekommen. Von daher denke ich auch, dass ich alles richtig gemacht habe. So, dann fangen wir hier einfach an. Nehmen hier ein paar Dinos mit ins Boot. Ich weiß zwar noch nicht genau, wen ich da am besten nehme. Aber ich würde sagen, wir nehmen einfach mal den Rajasaurus mit. Dann würde ich sagen, knüppeln wir einen. Ah, den könnten wir eigentlich auch mitnehmen. Aber da wäre der fast besser. Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir probieren es einfach mal mit dem. Und nehmen dann den hier mit. Probieren es einfach mal aus, gucken, ob wir es packen. Wird auf jeden Fall ein richtig harter Brocken, ist ja nicht so einfach hier den Sieg zu bekommen. Von daher nehmen wir den erstmal mit in die nächste Runde. Der wird eventuell seinen Dino wechseln, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Jo, das macht er. Hat jetzt natürlich relativ gute Karten, um uns natürlich auseinander zu knüppeln. So, wie verfahren wir weiter? Dann werden wir gleich nochmal einen Dino wechseln. Was sagt ihr, ist es sinnvoll oder ist es nicht so sinnvoll? Ich wechsle den einfach nochmal.
und nehmen nochmal zwei Schläge mit in die nächste Runde. Der wird eventuell sein Dino auch gleich nochmal wechseln. Hat jetzt natürlich, wenn er ihn wechselt, nur noch einen Schlag am Start. Von daher haben wir da schon ein bisschen die Nase vorne. Aber das hat natürlich noch nichts zu heißen. So, fünf Schläge haben wir. Wie machen wir das am besten? Wollen wir erstmal alle vier Schläge mit in die nächste Runde nehmen? Gucken wir einfach mal, was er so macht. Er hat jetzt drei Schläge am Start, könnte natürlich seinen Dino wechseln und könnte uns da nur fast auseinanderruppen. Ah, der greift noch mit zwei an, war ja nicht so dämlich von ihm. Gut, okay, damit können wir aber eigentlich ganz gut leben. So, dann werden wir hier erstmal ein paar Schläge rufhämmern. Ja, einen dritten müssen wir noch rufhauen. Dann würde ich sagen, blocken wir ihn und nehmen vier mit in die nächste Runde. So, was macht er? Müssen wir gucken, ob er gleich in den Kampf geht, gleich frontal rufhaut oder ob er lässt. Das werden wir natürlich sehen. Ja, mit ihm greift er an. Das war natürlich richtig nobel für uns. Dreie könnt ihr blocken. Nur mal so zur Info. So, dann haben wir sechste Ruf. Ehen nehmen wir mit in die nächste Runde. Dreier hat er auch geblockt. Nur mal so zur Info. Aber hat auf jeden Fall nicht gereicht. Das Coole daran ist, dass er jetzt nur noch einen Fleischfresser hat. Wir haben noch zwei Dinos hier am Start. Und können jetzt natürlich gucken, was er hier mit uns veranstaltet. Ich werde erstmal meinen Dino wechseln. Weil die Wahl den Amphibien brauchen wir natürlich eventuell, wenn es hart auf hart kommt. Von daher nehme ich hier nochmal alle vier mit in die nächste Runde. Habe jetzt acht Schläge am Start. Wir können gucken, was er veranstaltet. Mit sechse greift er an. Das heißt, wir haben noch insgesamt acht Schläge, die wir austeilen können. Zwei kann er blocken. Von daher haben wir den Kampf auf alle Fälle gewonnen. Richtig geile Sache. Richtig noble Ding. So, hier mal mit allem drauf, was wir haben. Und reißen den natürlich auseinander. So, dann haben wir den Sieg in der Tasche. Ging auf jeden Fall ratzi-fatzi. War auf jeden Fall ein cooler Kampf. Also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich gucke auch gleich mal, ob wir eventuell den nächsten Kampf auch gleich in Angriff nehmen können oder ob wir es eher lassen. So, da sieht es eigentlich relativ nice aus. Klar, wir haben den Amphibien nicht am Start, aber das ist erstmal halb so wild. Wir könnten auch sagen, wir greifen einfach mit drei Fleischfressern an. Das würde sich auf jeden Fall auch lohnen. Von daher würde ich auch einfach mal sagen, machen wir das einfach. Jeden mit dem Ruf nehmen hier den Spinosaurus mit ins Boot und natürlich unsere Ben Tyrannosaurus und checken hier einfach mal die Lage. Gucken, ob wir packen. Wäre auf jeden Fall ein richtig geiles Teil, wenn wir hier den Sieg irgendwie bekommen. Pflanzenfresser, naja, könnte man auch mitnehmen, aber das bringt dann nicht so viel Punkte. Von daher fangen wir hier einfach mal an. So, dann nehmen wir den erstmal mit in die nächste Runde. Gucken, ob er seinen Dino wechselt. Wäre natürlich für uns richtig geil. Jo, das macht er auch. Jetzt werden wir auf jeden Fall die drei Schläge mit in die nächste Runde nehmen. Sammeln jetzt erstmal Schläge, weil wir haben auf jeden Fall einen extremen Vorteil. Weil das Ding ist, wie ihr sagt, wir haben drei Fleischfresser am Start und er natürlich nicht ganz so viel. Nur ein, zwei Pflanzenfresser. Von daher haben wir da auf jeden Fall gute Karten. Sorry. So, jetzt hat er fünf Schläge. Was macht er? Der macht nicht so wirklich was. Würde ich sagen, gehen wir mit 1, 2, 3, 4 ruf und nehmen 4 mit in die nächste Runde. Ein Block da, von daher sieht es eigentlich relativ gut aus. Den ersten Dino haben wir auf jeden Fall auseinandergefetzt. Das Ding ist natürlich, der hat jetzt noch zwei Pflanzenfresser, wir drei Fleischfresser. Hat zwar acht Schläge, könnte damit auf jeden Fall gut Bambule machen. Aber das macht er nicht, okay. Dann würde ich sagen, wir gehen einfach mal mit 4 ruf und nehmen 4 mit in die nächste Runde. Ja, der blockt auf 4, okay. Hätte ich nur denken können, habe ich mir eigentlich gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen, 4 nimmt er mit Sicherheit wieder mit in die nächste Runde. Der greift aber wieder nicht an. Würde ich sagen, machen wir das jetzt mal anders. Wir blocken 4
Und nehmen Vierer mit in die nächste Runde. Er blockt auch Vierer. Gucken, ob er angreift. Ja, mit 7 greift er an. Der war auf jeden Fall richtig gut für uns. Das halten wir auf jeden Fall aus, wa? Alter, was macht der denn für einen Move? Junge, Junge, Junge. So, aber das Gute daran ist, er kann nur noch einen blocken. Von daher könnten wir jetzt auch, wenn wir wollten, erstmal unseren Dino wechseln, dass wir eventuell keinen verlieren. Würde ich sagen, nehmen wir jetzt einfach den mit ins Boot und knüppeln hier nochmal ein paar Ruff. Dreier hauen wir Ruff und dann nehmen wir Vierer mit in die nächste Runde. So, dann haben wir den auf jeden Fall auch erledigt. Das sieht erstmal richtig gut für uns aus, würde ich sagen. Gucken, was der jetzt veranstaltet mit seinen 4 Schlägen. Eigentlich hat er nicht so wirklich eine Chance. Angreifen könnte er mit den 4, bringt ja nichts. 4 blocken bringt auch nichts, weil die Valby haben 8 Schläge, können damit komplett raufgehen und verlieren nicht einen Dino im Kampf. Das ist natürlich richtig coole Teil. Hätte ich vorher nicht gedacht. Aber naja, die Konstellation unseres Gegners war ja eigentlich relativ gut für uns. Von daher war eigentlich vorauszusehen, dass wir den Kampf auf jeden Fall gewinnen. Vielleicht nicht so, aber der Sieg war auf jeden Fall schon vorprogrammiert, sage ich einfach mal so, wie es ist. So, dann können wir uns auf jeden Fall den letzten Kampf angucken. Wie sieht's da aus? Da haben wir natürlich auch ein paar harte Gegner. Müssen jetzt auch erstmal wieder warten, bis es soweit ist, bis unsere Dinos wieder mal am Start sind. Von daher würde ich mich für heute auch erstmal wieder verabschieden. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.